Die Vaterländische Union hat am Sonntagabend ihre drei Kandidaten zur Wahl 2013 nominiert. Volksblatt.li hat sich mit dem Regierungschefkandidat Thomas Zieferhofer über die Wahl 2013 unterhalten. Ich befürchte, dass sich die darauf einstellen müssen, dass unsere Wirtschaft die Euro-Krise und die Frankenstärke noch stärker zu spüren überkommt. Die Einwohner würden sich darauf einstellen, dass, wenn wir nicht reagieren, dass der Staatshaushalt weiterhin ein Problem haben wird, dass wir anfangen müssen, Reserven abzubauen. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dann müssen die Einwohner wahrscheinlich damit rechnen, dass wir Massnahmen ergreifen müssen, die halt jeder dann irgendwo ein bisschen spüren wird. Aber ich möchte auch gleich schon sagen, wir sind auf einem so hohen Niveau. Ich glaube, wenn wir uns nur ein bisschen abwärts bewegen im Niveau, denn, und immer noch auf einem hohen Niveau sind nachher, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das schon packen und dass es eine gute Zukunft gibt. Die Stabilisierung des Staatshaushalts, die der Regierungschef Klaus Hütsche ja immer propagiert hat, ist die nicht eigentlich gescheitert, weil das Ziel scheint kaum noch zu erreichen zu sein? Also ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass wir erst angefangen haben mit der Stabilisierung des Staatshaushalts. Wir haben im Jahr 2008, 2009 die Euro-Krise angefangen, die Börsen sind zusammengebrochen und damit haben sehr viele von den Problemen erst dort richtig angefangen. Zusammen mit dem Problem, das der Finanzplatz hat, weil wir ein neues Modell entwickeln müssen. Und da muss man schon ein bisschen Geduld haben, denke ich, bis die Massnahmen und Reformen noch greifen. Also ich würde sagen, es ist nicht gescheitert, aber wir haben erst richtig angefangen. Wie würden Sie denn als möglicherweise künftiger Regierungschef die Staatsfinanzen wieder ins Lot bringen? Also es gibt zwei Themen. Das eine ist Einnahmenseite und das andere ist Ausgabenseite. Und bei der Einnahmenseite ist natürlich das Thema Steuererhöhungen oder Steuerreform. Adaption ist bereits auf dem Tisch. Da hat die Regierung bereits eine Vernehmlassung gestartet. Und ich finde es so richtig, dass wir da nicht jetzt warten, bis die Wahlen vorbei sind, sondern da müssen wir jetzt anfangen zu diskutieren, welche Steuer erhöht werden muss oder angepasst werden muss. Es ist noch zu früh zu sagen. Ich finde, die Diskussion läuft jetzt und die müssen wir abwarten. Und da würden wir gemeinsam mit der FDP und vielleicht auch mit der Freien Liste Lösungen finden im Landtag, wo dann alle mittragen müssen. Und die Ausgabenseite sparen ist auch ein Thema. Natürlich, ich glaube, wir haben heute noch sehr viele Leistungen im Land, die nicht unbedingt nötig sind. Und da gibt es noch ein grosses Potenzial. Wobei viel wird sich nicht sparen lassen, weil der größte Teil ist zweckgebunden, da kommen Sie gar nicht ran. Also ich bin überzeugt, dass man noch sehr viel sparen kann. Wenn ich, zum Beispiel wo? Ja, also ich habe mich an der Liga zum Beispiel das erste Mal die Elektranten gesehen, die Elektrovelo-Tankstationen. Eine super Idee, eine tolle Sache, aber brauchen wir wirklich für Elektrovelos Tankstellen im Land? Das sind so tolle Projekte, die aus einer Zeit stammen, wo wir noch Überfluss hatten. Ich glaube, in Zukunft wollen wir solche Projekte einfach reduzieren oder zumindest gut überlegen. Jetzt habe ich die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube, die Elektranten haben 36.000 Franken gekostet. Damit werden Sie, glaube ich, das 200 Millionen Loch nicht zuschütten. Es ist richtig. Aber die Elektranten sind für mich einfach ein Beispiel. Ein Beispiel, wie ganz viele Projekte bei uns im Land angerissen würden. Und die 36.000, wenn man alles dazu rechnet, was Folgekosten sind, das ist sicher nicht die richtige Zahl am Schluss. Und wenn es die richtige Zahl wäre, ist einfach ein Beispiel dafür, dass wir Leistungen und Sachen reduzieren müssen, die nicht unbedingt nötig sind.